So, und jetzt, was ist denn das hier für ein Automat? Wim-Maschine. Schaut aus wie so eine Coca-Cola-Maschine, aber ist anders, okay. Gut, wir können jetzt mit, wer ist das hier? Ja. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Eine Geschichte von Gier, Blut und Rache. Du bist verrückt. Würde ich gerne hören. Kein Interesse. Du bist verrückt, eiskalt drücken. Welche Familie? Welcher Familie redest du? Das wollte ich dir gerade sagen. Meine Oh. Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor, sogar schon vor dem Krieg. Ach, Die du Daltons sind Schwitzer, durch wahrscheinlich ein Deutscher. Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen, stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Meinst du mich? Das sollte sich auszahlen. Sag mir, was du brauchst. Ich bin der Fremde. Ich bin der Fremde. Genau, eiskaltes Drücken. Nee, das mache ich nicht. Lass den Unsinn und sag mir, was du brauchst. Da hat wohl jemand seinen Sinn für Abenteuer vergessen, Nee. als er ins Boot nach Far Harbor gestiegen ist. Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von So, Sommersprossen. 47,9. Igi war mein Cousin. Ein guter Junge. Hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Gule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Gule, euer Ernst? Der stirbt an Gule, aha, okay, nice. Gule ist so gut wie tot. Kümmere mich selbst drum, ich verspreche nichts. Wo waren die Gule? Gule wie tot. So gut wie tot. Diese Gule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie dafür bezahlen, was sie Piti angetan haben. Blutige Flut, eliminiere die wilden Gule. Und an Daniel, falls du dir denkst, was sind denn das für Viecher? Das sind Zombies. Ja, die heißen halt so. Sie sind so ähnlich wie Zombies. Schauen so aus, aber sie heißen halt so im Spiel Ghule. Deswegen. Obwohl, ich weiß, glaube ich, sogar den Grund, warum die Ghule heißen. Weil das kein Virus ist, sondern wegen der Radioaktivität sind die so geworden. Also kein Virus, sondern Radioaktivität. Deswegen. Ja. Die labern hier alle rum. Die ist verrückt. Ja, ich habe schon gehört, dass die verrückt ist. Wer ist das? Kleine Bertha. Die kleine Bertha, auch oh, wie süß. Bertha. Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will? Wie ich drauf komme? Du schaust mich an. So entzückend. Niemand redet mit meinem Bruder. Verstanden? Wer ist dein Bruder? Du? Festlandbewohner halten es nicht lange auf der Insel aus. Ihhh. Wie schauten die aus? Pfui. Wer stöhnt hier rum? Du, Toni, stöhn ich rum. Hallo. Alter, wie der rumstöhnt. Toni, stöhn ich so rum. Es ist bald 12 Uhr Mitternacht. Stöhn ich so rum. Wie spät ist es überhaupt hier im Spiel? Es Uhr, ist. also. Ja, hier im Spiel, da gibt es auch eine Uhrzeit. Moment.
Wo kann ich das ablesen? Es ist 20 nach 10. Ich glaube, es ist AM. Ist AM ist Nacht oder Tag? Weißt du das? Ist AM ist Nacht, glaube ich. Fragst du mich, als ob ich... Ach, das ist vor 12. Das ist vor 12. Das heißt, es ist jetzt 20 nach 10, also noch in der Früh. Der Last Plank. Okay, die hier, die musste ich waschen, also die braucht Haare. Schaut ja furchtbar aus. Arme Frau. Die wird ja noch zum Mobbing-Opfer, wenn es so weitergeht mit den Haaren. Okay, dann gehen wir mal da in das Dingsbums Gebäude rein. Ist, glaube ich, eine Taverne oder so. Schauen wir mal. Geil, Mucki ist schon mal an. Leute, ja. Suchen hier eine Unterhaltung zu führen. Wer denn? Wer klopft denn da so rum? Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde? Aus, ja. Marshall, ich glaube es nicht. Mitch, Bitch. Wer ist überhaupt Mitch? Ja, irgendwer hier heißt Mitch, keine Ahnung. Trinken wir auf Mitch, wer ist Mitch? Hä? Was ist? Mitch, Mitchell, für Michelle. Oh, nee, nicht Michelle. Michelle, bist du irgendwo hier? Das ist die Nummer 1. Ist es das Zimmer 1 oder? Ja. Ja, schön eingerichtet. Es sind halt nur ein paar große Schlitze hier drin. Das muss man mögen. Mehr sage ich dazu nicht. Okay. Oh, absoluter Turn-on. Nice. In your face, Mitch. So. Hier kann ich wieder alles stehlen, aber das mache ich nicht. Ich bin ja ein Gentleman. Ich brauche nichts stehlen. Stimmt's? Wahrscheinlich bist du ein Gentleman. Natürlich. Das ist die Debbie. Hi. Das Plank ist die einzige. Er holt schon wieder die Marsch. Wenn du einen Drink brauchst, nur zu. Was habt ihr da? Vielleicht kein Interesse. Was habt ihr da? Was habt ihr denn da? Allen möglichen Fusel der alten Welt. Auch Wim. Und bevor du fragst, Wim geht hier richtig gut. Der hat aber mehr Umdrehung als das normale Zeug. Ach so. Ich könnte einen Drink verbrauchen. Ich will mal das... Tonkorken hast, hab ich die Waren. Ich will es mir mal anschauen, wie das ausschaut, das Wim hier. Bier. Ist das das Wim? Nee, ist normales Bier. Wim. Hier. Wie schaut denn das aus? Aha. Das ist sozusagen das Bier, nur in Verheber. Aha. Schaut nice aus. Entzündet mich an wie so eine Kerze. Stille Nacht. Ja, Daniel ist der Kerzenmann. Alles klar. Ja, oder? Wenn die dich anzünden. Komm her. Prefile mich. Er hat's wirklich gemacht und er hat's geschafft. Gibt's was zu essen? Ja, so wenn die dich anzünden. Lecker Fleisch. Ach, das ist der Mitch. Der Typ spricht über sich selbst. Kein Interesse. Der Nebel. Ach, hier kann man sich ein Zimmer mieten. Und an alle Skyrim-Zocker, die werden es natürlich kennen. Also es geht jetzt an die Skyrim-Zugucker, die schon mal Skyrim gezockt haben. Die wissen bestimmt auch, dass es da so eine Taverne gegeben hat, wo man ein Zimmer mieten muss und dann wird man verschleppt. Und Fallout ist ja auch von Bethesda.
Und vielleicht passiert da auch was, wenn ich da ein Zimmer miete. Also ich probiere das später mal aus, ja. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich sage ja nicht mal was. Der ist halt lustig. Okay, der Nebel. Was ist so besonders an dem Nebel auf der Insel? Spürst du ihn denn nicht? Sogar hier, am sichersten Ort dieser Der verdammten Typ ist high. Insel, er lebt. Der Typ ist Wenn du high. ins Landesinnere gehst, hat er dich im Nu erwischt. Und wenn das Geigerzählerklicken dich nicht erledigt, dann holt dich der Wahnsinn. Am Ende erwischt die Insel uns alle. Der Typ ist irre, verrückt, genau. Der Nebel kann dich verrückt werden lassen? Ja, Ihr er glaubt ist vielleicht nicht gerade Neon natürlich. ist. Der Nebel kann nicht verrückt werden lassen. Der Typ ist schon verrückt. Leute. Aber viele verirren sich einfach Ey, kein Kommentar. so lange. Verliert man Ja, den Verstand. Du hast keinen Verstand mehr. gehst du wieder dahin zurück, von wo du kommst. Und schaust nicht zurück. Wieso bleibst du? Das ist eine blöde Frage, weil er ist ja eh schon verrückt. Das ist ja schon scheißegal, wo er ist. Wenn so gefährlich ist, wieso bleibst du hier? Das ist unser Zuhause. Echte Männer und Frauen geben ihr Zuhause nicht auf. Außerdem. Jeder muss Opfer. sterben. Wird Also zwar meine warum nicht Familie mit holen. einem Messer in der Hand das Tief Er zündet im wieder. Bauch Es der ist vorbei. Beste steckt, die einem Böses getan Raus hat? hier. Ja, kein Kommentar jetzt zu dem Typen. Der ist einfach nur verrückt. Mehr sage ich dazu nicht. Die Mucke läuft hier noch weiter. Das ist hier der alte Longfellow. Longfellow. Der bestimmt auch wieder viel zu erzählen. Und was der zu erzählen hat und welchen Auftrag der uns geben wird, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ja, das war hier auch wieder eine Laberfolge. Also von dem her, die nächste Folge wird hoffentlich eine actionreiche werden. Ja, haut rein, viel Spaß noch. Bis zur nächsten Folge. Peace. Brennt im Magen, aber tut seinen Job. Ja, Daniel, Peace. Oder willst du meine Faust in deinem Gesicht haben? Nein, Spaß. Träumen ruhig weiter. Nee, ich muss nicht träumen. Taten sagen schon zu viel aus. Okay, also Peace. Wort. Genau. Okay, also Peace, haut rein. Und Daniel, du musst jetzt dann eh Verpisst aufhören. euch. Genau. Du bist aber nett. Okay, Ja, Peace. irgendwie.